Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Mods. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute gucken wir uns ein Lamborghini an. Ein Centenaro LP7704. Das ist das Modell, welches als Add-on hinzugefügt wurde und meiner Meinung nach von hinten ein bisschen aussieht wie ein, wie ein Centorno, ja, leicht abgewandelt. Also natürlich hat sich Rockstar Games an den Lamborghini orientiert und nicht andersrum. Und wir machen das immer so, dass wir, wenn wir uns Autos angucken, erstmal eine kleine Runde düsen, tunen gehen, plus uns die Karre von innen angucken. Hier fällt sogar der Spoiler aus, wie man sieht, ja. Und einer oder der andere, der kennt sogar dieses Auto aus dem Forza Horizon Let's Play, was wir zurzeit auch noch auf dem Huddletraut-Channel haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Karre, die hat schon ordentlich was unter der Haube. Wenn ihr euch den Wagen installiert, dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr kein anderes Fahrzeug ersetzt. Ihr benötigt aber einen Trainer, um dieses Auto aufzurufen. Dann gebt ihr einfach den Ordner LP770 ein und dann könnt ihr die Karre hier spawnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mega fette Karre. Und auch in Forza Horizon hat mir der Wagen schon richtig gut gefallen. Aber, Alter, ihr müsst natürlich auch das Schadensmodell testen. Ja, das ist natürlich alles gewollt hier. Aber bevor wir das natürlich machen, ja, das Schadensmodell testen, seht ihr jetzt diesen schönen Stunt. So, ich wollte nämlich heute noch was tunen gehen, und zwar dieses wunderschöne Auto. Hier geht's hin. Was, wir müssen den ganzen Umweg jetzt fahren? Quatsch. Achso, ich muss noch ganz kurz das alles anstellen. Hier, zack. So, und dann können wir da rüberfahren. Und wir haben jetzt ja die letzte Mod, die wir uns angeguckt haben. Die war ja auch ziemlich geil, ja. Und zwar ging es darum, um den Geheimraum T01 und T02 bei Mount Chiliad. Man munkelt ja, dass das was mit dem Jetpack zu tun hat, mit Aliens und so weiter. Da könnt ihr einfach unter diesem Video in der Playlist mal reingucken, da findet ihr die andere Mod. Und ich versuche das jetzt weiterhin täglich zu machen, dass ich euch eine Mod hier serviere. Aber der Wagen hat echt mega was unter der Haube. Alter. Mega schnell. Und wenn ihr das Auto herunterladet, habt ihr natürlich auch noch den Vorteil, dass ihr dann die Dateien so anpassen können, dass ihr Originalspiel beziehungsweise Original-Handling-Dateien habt und das Auto natürlich ganz anders die Geschwindigkeit aufbaut und das Handling ganz anders ist und so weiter und so fort. So, dann fahren wir mal hier rein und tunen jetzt mal. Ich glaube, die Tuning-Teile müssen auch dementsprechend so angepasst sein, dass sie perfekt zu diesem Lambo passen, aber ich weiß es nicht. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, weil wir haben ja super viele Leute in der Community, die sich mit Autos auskennen, die ein bisschen was dazu sagen, zu dem Auto erzählen können. Also wie viel PS, wie viel da wiegt, wie viel der von 0 auf 100 braucht und so weiter. Vielleicht ist ja jemand da, der das postet und dann könnt ihr es gegenseitig hochvoten, weil das interessiert ja immer super viele. Und ich weiß ja, dass ihr sehr autoaffin seid hier auf dem Channel. Ich würde mal im realen Leben würde ich auch mal so eine Karre fahren, ja. Einfach nur um zu testen, wie das sich anfühlt. Ich kann ja gar nicht einschätzen, wie viel PS hat der Wagen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe zurzeit einen Audi R6 hier vor der Tür stehen. Ja, wegen dieser Forza-Geschichte. Da werdet ihr auch bald sehen, warum. Ja, also nicht immer direkt sagen, Aber das wird auch ganz cool. Also es ist ein cooles Video. Gibt es auch einen Vlog dann auf meinem Channel später. Aber ich möchte natürlich jetzt nicht hier allzu viel wiederum erzählen. So, Wunschnummernschild. Achso, zack. Warum kann ich das nicht aussuchen? Geht nicht. So, guck mal, wir können das auch die Lackierung hier ändern. Wir können den ja wie KSI machen. Weiß nicht, ob ihr den kennt. So, genau, guck mal, es sieht aber mega cool aus mit dieser Carbon-Schicht auch darüber. In Rot, also mit dem Formelrot. Oder? Kann ich mal gucken, was man alles so zur Auswahl hat. Ist eigentlich immer ein sehr, sehr dunkler Ton, weil er diese... Ich finde ihn so eigentlich auch nice, oder? Weil ich... Das Formelrot hat es mir angetan. Man muss immer das erste Liebe, ne? So, Formelrot. Ah, da, guck mal. Zack. Okay, können wir denn auch die Sekundärfarbe ändern? Ach, nice! Ja, cool, da hat man sich ja Gedanken gemacht, der Modder. Die will ich einfach mal gucken, was kann man... Boah, das ist natürlich mega auffällig, ne? Aber da würde ich vielleicht... Ja, sowas... Na, ich würde vielleicht gucken, dass wir nicht sowas krass Auffälliges machen. Vielleicht machen wir das einfach weiß. Guck mal, sogar die Felgen passen nicht dem an. Also, nicht die Felgen, sondern die Reifen. Entschuldigung. Achso, natürlich muss man auch in den Kommentaren mit das schreiben, das macht ihr ja auch immer super. Ihr seid ja, ihr passt richtig auf, wie viel wir denn hier fürs Tuning ausgeben. Ich muss ganz gucken, Schattensilber. Ja, ein Silber ist auch geil, Rot und Silber. Machen wir das mal, oder? Ist jetzt eher unauffällig weiter, aber ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Da müssen wir eigentlich noch die Dings ändern. Federung, den kannst du ja auch nochmal tiefer legen. Alter.
So, Renngetriebe, nochmal die Geschwindigkeit raus und Turbo-Tuning machen wir auch noch. So, Reifen ändere ich gar nicht, weil die sind so schon sehr nice. Fenster können wir noch dunkler machen. Sieht mal wieder aus wie ein Bettmobil. Aber ich wollte noch... Ach ja. So, guck mal. Müssen wir natürlich auch rot machen. Oder so ein schönes Orange. Ein rotes ist auch schick, ne? So, die rote Bestie. Okay. Da ist er. Und dann lassen wir ein bisschen den Asphalt glühen hier. So, dann machen wir eine kleine Probefahrt. Aber die Mod ist richtig gut. Also das Auto wurde richtig gut gemoddet. Weil die Scheiben und so weiter sind ja... Boah, Alter, was der für eine Geschwindigkeit hat. Boah. Hat aber den Sound vom Centorno, oder? Oder täusche ich mich da? Weil im Forza hört er sich schon anders an. Fahren wir noch mit auf der Autobahn mal eben. Alter Schwede. Aber das Handling ist richtig gut. Also, schon eine gute Kontrolle damit. Fahren wir in die Richtung hier. So, los geht's. Wow, wow, wow. Na? Hallo? Schaff ich's? Oh, fast. Fast. Aber immerhin. Gar nicht mal so schlecht. Vector! Wenigstens kann man hier irgendwelche... Ah, jetzt drehen die Reifen durch. Wenigstens kann man hier wenigstens diese ganzen Sachen umbrettern. Die Laternen und so weiter. Bäume. Boah, der Wagen. Mega. Schnell. This was a nice car. So. Ja. Das war schon mit unserer kleinen Spritztour hier. Oh. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooles Auto und ihr ein paar Sachen in die Kommentare schreibt. Und natürlich, wenn euch die Mod-Vorstellungen gefallen und ihr ein positives Däumchen da lasst. Morgen kommt dann wieder eine neue Mod und ihr könnt natürlich auch Mod-Vorschläge in die Kommentare posten. Und dann gibt es das natürlich hier auf dem Channel. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Auto. Oh, wir haben leider nichts zum... Es ist ja Tradition, dass ich das immer... Warte mal, das mache ich noch. Wir brauchen, wir müssen, wir haben. Hier. So, zack. Okay. Tradition muss gewährleistet bleiben. So, pass mal auf. Zack. Sticky Bomb. Heideltraub-Modus. Und alles dran. Yo. Yo. Und drauf da. Und dann. Ja. So, in diesem Sinne, bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Die andere Mod findet ihr unter diesem Video verlinkt. Macht's gut.